Hallo ihr alle da draußen, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und in diesem Video machen wir was Lustiges und zwar reden wir über Sätze, die man über Schnee als auch auf der Matratze sagen könnte. Also quasi ein neues Video aus der Reihe Sprüche, die man über X sagen kann, aber auch beim Knickknack. Ach, wieder so ein herrlich dämlicher Hashtag, der bei Twitter rumgeht. Und da lese ich jetzt mal die lustigsten vor, jedenfalls die lustigsten bis dato. So, here we go. Ach, die paar Zentimeter? Lächerlich. Boah, guck mal, der Fuß geht bis zum Knöchel rein. Hoffentlich gibt's dieses Jahr an Weihnachten wieder welchen. Oh, dieses Jahr hatten wir noch gar keinen. Oh, ich glaube, heute brauchen wir die Ketten. Nervt ein bisschen, wenn das Zeug im Haar hängen bleibt. Also früher war irgendwie mehr. Die Bälle bitte nicht ins Gesicht. Schlimm, wenn man erst alles freikratzen muss, bevor es losgehen kann. Ach, eigentlich ist er ganz schön, aber beim Autofahren nervt's. Das soll er die ganze Nacht nicht aufhören. Oh, ganz schön rutschig. Ist es eigentlich schlimm, wenn man es isst? Mit den Jahren kommt er irgendwie immer später. Kaum ist es ein bisschen heftiger, wird der Verkehr eingestellt. Und wer macht das jetzt alles weg? Kümmert sich da eigentlich der Hausmeister drum oder muss ich selber machen? Manchmal kann man es riechen, wenn er kommt. Ja, das sind ungefähr 20 cm. Kommt ja auch immer so plötzlich, ne? Das wird von Jahr zu Jahr auch immer weniger. Sind heute die Nachbarn dran oder wir? Am schönsten finde ich es ja, wenn man einfach nur gucken kann und nichts tun muss. Oh, das kam überraschend. Ohne Handschuhe fasse ich das nicht an. Beides Gründe, warum man im Saarland die Tiere wieder in die Scheune bringt. Wie viel Arbeit das wieder macht. Da sind schon viele drüber gerutscht. Da wir letztes Jahr hier keinen hatten, haben wir dieses Jahr extra Urlaub gebucht. Die im Reisebüro haben ihn uns garantiert. Pass auf den Boden auf, der wird sonst ganz nass. Schatz, vielleicht kann dir ja der Nachbar helfen. Ich glaube, heute kommt hier keiner mehr. Wenn die Einfahrt frei ist, kann ich easy rein und raus. Lieber einmal richtig krass, statt immer nur so ein bisschen. Und zu guter Letzt, besser wenn er hart ist, dann kann man einfach mehr damit machen. Wenn es euch gefallen hat, dann jetzt den Daumen nach oben. Wenn ihr selber noch einen Spruch zu Schnee und Knickknack habt, ab in die Kommentare. Wir sehen uns demnächst wieder. Achso, ja, hier abonnieren und gucken, ne? Scheiß!